So, also es ist jetzt ein neuer Monat und ich habe für euch letzten Monat die ganze Zeit aufgeschrieben, was ich denn so ausgegeben habe für Lebensmittel. Darunter fallen auch, also wenn wir zwischendurch mal eine Pizza bestellt haben oder wenn ich mir irgendwie unterwegs mal ein Brötchen geholt habe oder auch wenn ich dem Lenny mal Geld mitgegeben habe für die Schule, dass er sich irgendwie was zu essen holen konnte. Ja, solche Sachen. Mal, muss ich mal eben schauen. Genau. Dazu möchte ich noch sagen, das meiste Geld habe ich zum größten Teil, und das ist wohl so, gebe ich für Obst und Gemüse aus, obwohl Obst auch noch mehr überwiegt als Gemüse. Ich muss echt darauf achten, noch mehr Gemüse zu essen, weil, ja, habe ich mir halt irgendwie so vorgenommen. Ich muss einfach mehr dieses Grünzeug essen. Ich habe also für drei Personen den ganzen Monat ausgegeben. Ich rechne den Flo jetzt mal nicht mit, weil wenn der halt hier ist, gehen wir zusammen einkaufen und dann kaufe ich auch noch mal anders ein oder wir kaufen dann anders ein, als wenn ich jetzt alleine mit den Kindern wäre. Und er bezahlt dann ja auch mehr oder weniger diesen Kram dann halt. Und wenn ich aber jetzt nur für uns einkaufen gehe, also für Nena, Lenny und mich, habe ich im November 315,68 € ausgegeben. Wie gesagt, da waren dann halt auch dabei, also wir haben, ich glaube, ja, ich habe es hier auch aufgeschrieben. Wir haben dreimal Pizza, also zweimal Pizza bestellt, wo wir alle zusammen waren, und ich habe mir auch einmal eine Pizza bestellt, also wo ich alleine war. Und ich habe bestimmt, boah, ich glaube zwei, dreimal mir auch in dem Monat irgendwie Chinesisch geholt. Also, ja, ich esse super, super gerne halt Fast Food und oder ich lasse mich auch total gerne bekochen und oder gehe halt irgendwie irgendwo gerne essen. Und das sind auch so Sachen, die ich dann richtig genieße und was ich mir dann so gesehen gönne. Ja. Ansonsten geht das meiste Zeug halt, wie gesagt, für Obst und Gemüse drauf. Ich habe nicht alles genau aufgeschrieben, was ich immer so kaufe. Es waren jetzt keine Superfoods oder so dabei. Nee, die waren nicht dabei. Die muss ich nämlich diesen Monat kaufen, weil das, was ich benutze, leer ist. Also zum Beispiel regelmäßig benutze ich auf jeden Fall Hanfpulver und Spirulina. Das ist jetzt zum Beispiel beides leer, was bei mir aber auch etwas länger als einen Monat hält. Von daher ist das jetzt nicht mit drin. Das sind natürlich dann noch Kosten, weiß ich nicht, dann kommen dann halt dann nochmal 20, 30 € halt dazu. Aber ansonsten ist es das, was ich ausgebe. Wenn ihr, also würde mich interessieren, was ihr so ausgebt, wenn ihr es mir nicht direkt genau sagen wollt, aber ob ihr mehr oder weniger ausgebt, mit drei Personen oder mit wie vielen Personen ihr auch immer seid. Ich finde, das ist okay. Also wenn man berechnet, knapp 100 € pro Person in einem Monat ist schon gut. Ja, das war's erstmal. Bis dann, tschüss!